wunderschönen Nachmittag mit tollen Gerichten und mit einem Publikum, was jetzt schon aus dem Häuschen ist. An meiner Seite gibt es zwei Gerichte, und zwar zum einen gibt es ein Lammschnitzel in der Kräuterpanade. Dazu gibt es Artischocken, Gemüse, es gibt Zucchini und eine Tapenade. Und dann machen wir natürlich als zweites ein schönes Dessert von einer bezauberten Frau. Sie wird das zubereiten. Ein Basilikummus mit frischen Erdbeeren und dazu ein Holunder-Sirup-Sorbet. Also zwei Gerichte. Und wenn das Publikum anständig ist, dann dürfen Sie auch was probieren. Ja. Also, dann wollen wir jetzt mal schauen, ob das Publikum auch was probieren möchte von meinem lieben Freund Horst. Horst, bist du da? Johann, für dich bin ich immer da. Hallo. Oh, danke. Dankeschön, ihr Lieben, dankeschön. Dankeschön. Wartet doch erst mal ab, weil ich überhaupt koche, ne? Es gibt nämlich, ich habe es mir extra aufgeschrieben heute, damit ich dann alles richtig aussprechen kann. Und zwar gebackene Mangoldblätterteigschnitten mit Bergkäse zum Einstieg. Und dann lege ich so einen drauf. Da mache ich einen Kabeljau, Leute. Und zwar Kabeljau mit Ofenkartoffelchen und einer Senfcreme, die einer Mayonnaise nicht unähnlich ist. Ja, ob das allerdings reicht als Grundlage für das, was Johann danach kredenzt, ich bin mir nicht ganz sicher. Obwohl, die Rezepte habe ich geklaut von einem berühmten Koch, der hat einen schicken Schnäuzer. Ihr werdet sehen. Aber jetzt möchte ich ihn erstmal begrüßen. Johann, komm her, mein Schmuckstück, mein kleiner Hase. Grüß dich. Kennst du die Rezepte? Ja. Genau. Also, langes Wochenende. Ja. Gestern war 1. Mai. Was hast du gemacht am 1. Mai? Johann, ich habe ganz lange das erste Mal geübt für heute, ja, weil die Rezepte sind von dir heimlich gemopst und ich wollte heute mal glänzen mit einer unfassbaren Eleganz in der Küche, ja, und habe mir gedacht, komm her, wenn schon so ein geiles Maiwetter ist, dann will ich dich so ein bisschen hochheben. Weißt du, so nach 10 Jahren muss man mehr tun für die Beziehung, Johann. Ja, das weiß ich. Du lässt mich so ein bisschen links liegen, ich finde das nicht schön. Nein. Wir haben erst mal. Ja. Nein. Du, ich möchte mich heute konzentrieren auf meinen Gast, denn das ist eine bezaubernde Frau. Stimmt, ich habe sie gesehen eben. Sie kommt aus Österreich. Ja, deswegen ist sie so bezaubernd. Nein, die sieht gut aus, sie ist wirklich bezaubernd, mein Freund. Ja, sie hat ein süßes Baby, aber nicht von dir. Ich habe übrigens auch einen wunderbaren Gast. Ich glaube, es gibt in Deutschland nicht einen Menschen, der ihn nicht kennt. Ich bewundere ihn sehr. Nicht nur für das, weswegen er so berühmt geworden ist, sondern weil er hat unfassbar viele Jobs in seinem Leben gemacht. Er ist eigentlich Schauspieler, aber er ist, wie soll ich sagen, Mr. Game Show ever and ever. Einer der berühmtesten schlechthin und ein verdammt lieber Mensch. Hier ist die Schauspielerin Mirelle Baumeister. Und Werner Schulze-Erde. Ein typisch österreichischer Name, oder? Total. Ja, Mirelle. Ja. So, du darfst jetzt als erstes anfangen, das Mousse zu machen mit dem Basilikum. Und zwar, indem du erstmal Limonensaft. Die geht, gell? Erstmal, ja, genau. Hände waschen, sonst schimpft meine Mama mit mir. Abreibst die Schale, dann den Saft auspressen, dann die Gelatine ausdrückst und dann mit dem Puderzucker glatt rührst. Mhm. Und dann mit Basilikum wird das Ganze schön fein gemixt, so eine Masse gemacht. Okay. Ja? Und ich mache gleich mal als erstes meine Lammschnitzel, die ich hier nachher in einer Kräuterpanade paniere. Ich habe hier ein wunderschönes Lammfleisch, und zwar Lammrücken, natürlich ohne Knochen. Und wenn man so ein Fleisch hat, dann schneidet man das am besten in der Mitte durch, so quer aufschneiden und macht dann nur die Hälfte. Und dieses Fleisch wird dann gleich zwischen dem Gefrierbeutel mit etwas Öl, was da drauf kommt, blattgeklopft, ja.
Wie läuft's bei dir? Schau nur dir zu und baue hier wahrscheinlich den größten Käse. Kochst du gerne? Ich koche es nicht gerne, aber ich koche halt so Hausfrauenessen. Also so, wenn es so vorbereitet ist, dann ist es ein Fest. Also was heißt Hausfrauenessen? Schnitzel, Gulasch, Fleisch, Bolognese. Also wenn ich Bolognese koche, könnte ich auch sagen, du kochst so wie der Horst. Einfach. Ich weiß nicht, wie der Horst kocht. Gut. Was heißt gut? Gut. Einfach, bürgerlich. Ja. Ja. So, lieber Werner, du bist ja dann mal Maloche wie ein Tier. Ja. Ich brauche länger, weil ich so wenig Ahnung habe. Nein, du hast Ahnung ohne Ende, davon mal ganz abgesehen. Allein, guck mal, die ganzen Game-Shows und alles. Aber da reden wir später drüber. Ja. Ganz toll finde ich, du hast als erstes den Blätterteig reingeschoben, den Speck reingeschoben. Ja. Reden wir nachher drüber. Aber erstmal möchte ich, meine Damen und Herren, jetzt gucken Sie sich diesen Menschen mal an. Achten Sie in seine Augen. Und ich finde es so toll, dass wirklich unsere berühmtesten Gäste aller Gäste auch kommen, wenn sie Geburtstag haben. Für dich alles Liebe zum Geburtstag. Danke. Und Johann und ich haben für dich, guck mal da. Guck mal da. Oh. Danke sehr, mein Schatz. Gib ihm ein Küchen. Wir singen jetzt alle zusammen. Moment. Du. Zum Geburtstag. Zum Geburtstag. Viel Glück. Boah. Geil, ne? Wer hat die gemacht? Wir beide, heute Nacht. Ja. Ja? Ja, ich hab vorgefeiert heute Nacht. Ah, toll. Ja. Ja. Okay, die essen wir nachher, gell? So, die essen wir nachher in Ruhe. Was wünschst du dir denn? Viel Gesundheit, viele Freunde nach wie vor. Ja. Ja, du kannst dir auch was anderes wünschen. Den Rest kriegen wir sowieso. Ich stell's mal hier vorne hin. Warte mal so. Ach, du denkst positiv, okay. Ja. Guck mal, Johann hat übrigens Küchen-ADS. So. Ich komme in die Zwiebeln rein. Der ist neu, Johann, gell? Sehr gut. So. Was heißt hier, der ist neu? Johann und ich, wir sind frisch, ganz frisch zusammen. Thema frisch zusammen. Du bist seit 38 Jahren mit deiner Frau zusammen. Ja. Was heutzutage wirklich außergewöhnlich ist. Ich finde, sowas muss man immer mal betonen, oder? Ja. Aber. Ja. Ich muss ehrlich sagen. Das war, glaube ich, eine der besten Entscheidungen, die ich je gemacht habe. Muss ich heute sogar noch sagen. Wir fangen mal noch tiefer an, bevor wir wieder auf deine Frau zurückkommen. Ach ja, die kochst aber, ich nicht. Du hast über 50 Jobs gehabt. Da muss man sich mal vorstellen. 50 verschiedene Jobs, die unterschiedlicher nicht sein könnten im Leben, bevor du oder währenddessen du auf den Weg machtest zur Schauspielerei und nachher deinen Weg wirklich gefunden hast. Erzähl mal die verrücktesten Jobs und warum du die gemacht hast. Ja, ich brauchte Geld. Ja. Ich habe mich nicht ausziehen müssen, habe ich noch Glück gehabt, aber war auch nicht so blond, obwohl ich halt so lange Haare gehabt. Nein, ich bin ja Münsteraner und da ist man der katholischen Kirche als Messdiener zum Beispiel sehr verbunden, du auch? Ja, ich war auch Messdiener. Ja, Konfiteor könnte man fast jetzt noch aufsagen. Ja, und ich habe dann auch, das war viel Geld, so als Friedhofsgärtner gearbeitet. Und als Friedhofsgärtner? Ja, und dann fiel eines Tages mal ein Laienprediger aus. Und jetzt erzähl mir nicht, du hast Laienprediger gemacht. Ja, nur bei der Beerdigung, 3-4 Mal. Ehrlich? Nur? Ja. Gut, die können sich ja auch nicht wehren, wenn die da liegen, ne? Aber hör mal, ich erzähl. Ohne Blödsinn. Ich habe 1,50 Mark pro Stunde bekommen als Friedhofsgärtner. Und für eine Predigt, ich war ja oft dabei und so, ja. Für eine Predigt habe ich 150 Cash bekommen. Ist ja heute verjährt. 1,50 Mark als Friedhofsgärtner die Stunde und 150 für eine Rede. Ja, die hat 7 Minuten gedauert oder was. Kanntest du denn die Menschen? Nee, aber die Sprüche kannte ich, die hatte ich mir gemerkt. Irgendwas musste man zitieren von Goethe aus der Bibel und so. Und kurz vorher kriegte ich einen Zettel, das waren alles keine religiösen Beerdigung, sondern ethische Beerdigung. Das war in Münster hinter der Mauer. Also guckten ja auch nicht so viele zu. Also ich hatte wenig Zuschauer. Ein Toter da unten und die 2-3 Gärtner. Davon. Ach so, das waren praktisch Menschen, die keine Angehörigen hatten, die dann beerdigt wurden. Ja, ja. Hat dich das selber irgendwie berührt?
Ja, das hat schon berührt. Das kam ja erst später, wo mir das klar war, wenn man dann mal einen lieben Menschen verliert. Und ja, das hat mich schon damals berührt. Und später habe ich es ja dann im eigenen Leib erfahren. Das ist schon was, Abschied nehmen für immer, ist schon nicht einfach. Ja. Deswegen hätte ich das auch nicht weitermachen können. Aber nochmal, ich brauchte Geld. Ne? Ja. Ja gut, pass auf, aber heute hast du ja noch einen neuen Nebenjob. Wir kommen nachher auf noch ein paar zum Koch. Und du hast hier gerade den Mangold so schön fertig gemacht. Schön bunt auch, ne? Ja, ja, das fand ich ganz toll. Ich musste kaum helfen. Das ist ja für dein Gericht. Ja. Du hast also die Zwiebelchen wunderbar in Butter angeschwitzt. Den Knoblauch hast du sehr schön angeschwitzt. Ja. Hast den bunten Mangold kurz einfallen lassen. Ja. Johann! Bist du laut? Entschuldige, das Lamm ist so zäh. Das muss ich jetzt mal platt klopfen, verstehst du? Der Mietwohnung kannst du das nicht machen, ey. Ja. So, dann hast du ihn mit Salz und Pfeffer und Muskatnuss gewürzt. Ja. Und jetzt stellen wir ihn auf Seite, weil der kommt nachher auf den Blätterteig, den du ja schon im Backofen getan hast. Ja. Jetzt bist du den Bergkäse am Reiben. Ja, ich habe auch die Rinde abgemacht, wie du mir befohlen gesagt hast. Ja, ist besser. Man merkt es zwar nicht beim Reiben, aber nachher beim Essen. So, das reicht übrigens schon. Reicht schon, okay. Ja, bei den Rest Bergkäse isst Johann so gerne. Da mache ich dem morgens immer Toast mit. Oh, da freut in eurer Kommune, ja? Ja, 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 ja. Oh, da freut er sich den Arsch ab. Weißt du, morgens im Bett kriegt er so ein schönes Toast, ne? Johann. Was? Machst du das Ei rein? Ja. So. Oh. Wir haben jetzt hier also folgende Dinge vorbereitet. Wir haben die Gelatine, sag mal selber, Gelatine mit. Mit Limetten und Limettensaft und Puderzucker und jetzt den Quark. Genau, jetzt nochmal Quark, Basilikum und jetzt mixen wir das alles schön fein. Das ist dann die Basis für die Creme. Da wird dann nur noch am Ende Schlagsahne untergehoben. Ja? Mm. Und das ist sehr gut mit Erdbeeren. Das riecht schon ganz toll. Das passt sehr gut zusammen, Erdbeeren und Basilikum. Super. Du bist Mutter von 3 Kindern. Wie schaut's aus? 22, 9 und... 21, 9 und 2 Monate. 2 Monate. Das Schönste. Moment. Ja, das Wichtigste habe ich vergessen. Diese Kinder sind von 3 Vätern. So schaut's aus. Bei uns hat jedes Kind seinen eigenen Vater. Gut. Ja, aber das macht man, damit keine Eifersucht ist. Hat das Gründe? 3 großartige Väter und 3 großartige Kinder. Jetzt reicht's aber auch. Oh. So. So. Ich meine, vor über 20 Jahren das erste Kind, jetzt wieder ein Kind. Was ist da ein Unterschied? Ja, man ist müder nachts jetzt als vor 20 Jahren. Ja? Ja, klar. Also mit meinen 43 jetzt steckt das nicht mehr so locker weg. Aber man ist auch gelassener, weil man die Erfahrung hat, genau, oder? Genau. Das Beste. Und wie sieht da der Alltag aus bei dir? Ja, noch sind wir nicht richtig im Alltag. Sie bestimmt alles, die kleine Chefin. Also wir schauen mal, wie wir weiterkommen. Und jetzt noch eine Frage, ganz ehrlich. Stimmt es, dass dein jetziger Mann in einer eigenen Wohnung lebt? Wir haben noch keine eigene Wohnung gefunden. Es kann sein, dass er auch nicht wirklich dringend sucht. Das kann auch sein, wer weiß. Okay. Wunderbar. Danke. Horst. Ja. Hast du gehört? Nein, ich habe jetzt gerade mit Werner hier diskutiert, weil wir sind ernsthaft am Kochen. Ja. Entschuldigung. Suchst du auch eine eigene Wohnung zurzeit? Ich? Ja. Warum? Ist bei Miriam was frei? Muriel. Wo kommt der Name eigentlich her? Das ist Hebräisch. Ja, Moment, jetzt möchte ich erst mal wissen, wegen der Wohnung. Was war wegen der Wohnung jetzt? Ja, sie wohnt ja nicht mit dem jetzigen... Also, sie wohnen schon auch zusammen, aber wir können uns auch trennen, räumlich gesehen. Das heißt, jeder hat seine eigene Wohnung noch. Nee, ich habe das Familiennest mit dem Chaos und er hat die Denker-Junggesellenwohnung mit den Luft- und lichtdurchfluteten, hellen, leeren Räumen. Siehst du, das ist meine Frau, die ihren Mann wirklich liebt. Ja. Richtig so. Jetzt haben wir diese wunderschöne Creme. Probier es mal. Nimm einen Löffel. Nein, Löffel. Wir haben einen Löffel da. Da ist ein Löffel. Okay. Das ist ein saurer Löffel. Probier mal, wie das schmeckt. Das ist eine tolle Kombination mit Basilikum. Wie schmeckt es? Fehlt was? Fehlt nichts.
So, schön. Super. Dann haben wir hier eine schöne Glasschale, die ist jetzt im Tiefkühler. Das fülle ich jetzt da rein? Nee, brauchen wir gar nicht. Ich würde das so machen. Schön. Füllen wir es einfach jetzt da ein, so schön in die Mitte. Wow. Und nachher füllen wir das alles oben drauf mit marinierten Erdbeeren und Sorbet. Super. Ein Traum. Guck mal, früher haben die Leute bei sowas noch geklatscht. Guck mal, heute ist es immer. Ich habe mal eine Glasschüssel aus dem Kühlschrank und da hat das Publikum früher bei geklatscht. Ne? Das ist unglaublich. Und da hast du schon alles fertig. Du hast den Speck kross gebraten. Ja. Dein Blätterteig geht auf vom Feinsten. Du hast hier vor. Ja? Oh! So. Kommt da kein Ingwer dran? Was übrigens nicht jeder weiß, du warst ja auch an der Schauspielschule. Ja. Ja, in Bochum. Das weiß ja wirklich nicht jeder. Ich möchte unbedingt noch mal, dass du erzählst, wie du geübt hast für die Schauspielschule. Leute, das müsst ihr hören, das war eine Granate. Erzähl mal hier von wegen Spielplatz, ja? Ja, wir hatten einen Spielplatz bei uns in der Nähe. Wenn mich da einer gesehen hat, ich glaube, der hat die Polizei gerufen. Da war so ein... da oben so ein großes Podest und da habe ich nachts immer, weil ich ja tagsüber arbeitete und nachts habe ich heimlich die Rollen ausprobiert. Also. Am Spielplatz? Auf dem Spielplatz. Nachts um 10. Wenn da einer vorbeigekommen wäre, der hätte mich gleich festgenommen. Das heißt, du hast da Ausbrüche gehabt, geheult, getobt, geschrien und so, was ich. Obwohl, ich kenne das ja. Du auch? Nein, nein. Ich kenne das ja von meinem, also, da bleibt aber jetzt unter uns beiden, okay, ja. Okay. Ich kenne das von Johann. Johann geht ja nachts meistens runter in die Hotelküche, wenn da keiner mehr ist. Und dann übt er. Dann sagt er immer, hallo? Ist das was? Ja, macht er ganz toll. Ja, ja. Und, ja. Hast du im Hochdeutsch beigebracht? Ja. Wir machen jetzt die Artischocken. Ich habe gerade Artischocken geputzt. Das ist also ein sehr gesundes Gemüse. Junge Artischocken, die habe ich also da den Stiel abgeschnitten, dann halbiert, außen die Blätter abgezupft und die tue ich jetzt schön in Olivenöl durch die Braten. Ganz langsam, damit sie also schön saftig werden. Die werden vorher nicht blanchiert, sondern so im Olivenöl gegart. Und wenn die braun werden, muss man die vorher kurz in Zitronenwasser einlegen, damit sie also ihre Farbe behalten. Magst du gerne Artischocken? Ich liebe Artischocken. Ja, sehr gesundes Gemüse, gell? Ja. Die muss man nur ganz langsam schmoren. Und du panierst jetzt gerade hier die Schnitzel. Und zwar, wir haben Weißbrot-Toastbrot mit Petersilie fein gemixt. Mhm. Und dann Mehl, Ei mit Sahne und dann natürlich diese grüne Panade. Und jetzt haben wir hier schöne Schnitzel, guck mal. Weil das Ei mit der Sahne ist super. Die werden dann schön ausgebacken. Ja. Die werden dann richtig langsam ausgebacken. Ich brate die Artischocken und mache dann als nächstes. Ja, guck mal, die haben alle Hunger, das Publikum. Ja, ich auch. Das Publikum hat Hunger hier. Du lebst in Berlin, bist aber gebürtig aus Salzburg, ja? So schaut's aus, genau. Und dort hast du nun alles Bauernhaus? Da haben meine Eltern vor vielen Jahren ein altes Austragshäusel. Du weißt, was ein Austragshäusel ist? Ja, kenn ich. Das ist, wenn die Bauern ausziehen aus dem alten Bauernhof und an die Jungen übergeben, dann leben die woanders, weil mit den Schwiegereltern unter einem Dach ist nicht so günstig manchmal. Und das haben meine Eltern abgetragen und wieder aufgebaut. Und das gehört mir jetzt, das ist mein Elternhaus. Das ist in der Nähe von Salzburg. Oh. Wo sage ich nicht, weil es ist sehr schön da. Nichts mehr über. Das ist ein bisschen zu wenig Panade, ja? Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Und zwar einfach hier, guck mal. Ja. Ja, wir haben den Mixer hier. Machen wir noch ein bisschen Toastbrot, guck mal. Okay. Und noch ein bisschen Petersilie im Kühlschrank dazu zupfen und dann fein mahlen. Jawohl. So. Machst alles am besten. Okay. Das kann man selber machen, so schöne Brösel. Ja. Warte. Ja. Zuerst das Messer. Okay. Ja, die Schocken, ich mache jetzt Zucchini. Die schneide ich also jetzt so schön quer. Und tue die nachher schön in einer Pfanne mit so einem Grillmuster braten. Ja, die Leute früher noch applaudiert, also ehrlich. Ja, aber nur damit du das weißt, dass ich zwischendurch auch noch was mache. Ja, ich rühre gerade hier eine Mayonnaise an. Das heißt Eigelb, Senf, Essig und eine kleine Spritzer Zitrone.
Jetzt tröpfchenweise immer das Öl unterheben. Aber das wird gleich eine Mayonnaise-Senfsoße. Das heißt, da kommt gleich noch hier vorne der Joghurt mit runtergehoben. Und da kommt zum Kabeljau. Die Kartoffelchen habe ich eben schön mariniert mit Olivenöl. Kräuter der Provence habe ich reingetan. Ein bisschen Salz, ein bisschen Knoblauch, Paprikapulver, die sind im Backofen. Deine Blätterteig sind fertig. Warte mal, das kann ich jetzt kurz stehen lassen. Ganz kurz, dann müssen wir jetzt genau, jetzt zeige ich dir, wie es geht. Also, ein bisschen Mangold obendrauf. Schön verteilen, damit es hübsch aussieht. Ja. Deswegen habe ich den eben auch nur ganz kurz angehen lassen mit Butter. So, ich zeige dir mal einen nach dem anderen. Jetzt kommt obendrauf deine Käsecreme. Und dann geht das Ganze nochmal ab in den Backofen zum Überbacken. Wie lange noch ungefähr? Ja, ich muss mal sagen, wenn der Käse ganz dunkel wird, war es zu lange. Okay. Ne? So. Ja, ich will auch lernen von dir hier. Ja, ein paar Minütchen. Ja. Ja. So, wenn du das schon mal parallel machen würdest, dann können wir weiter erzählen, weil mein Fisch kommt jetzt auch mal langsam in die Pfanne rein. Oh, das ist ein bisschen heiß geworden. Jäbelchen brauche ich. So. Sag mal, du hast Herbert Grönemeyer kennengelernt. Ja, was ihn noch fast keiner kannte und was ich ganz toll finde. Ich kenne kaum einen Menschen, der von sich behaupten kann, dass er das Gitarrenspielen von Herbert Grönemeyer gelernt hat. Ja, der war damals, das glaubt keiner, der war ja eigentlich Tennisspieler, ein Bochumer Junge, guter Fußballer. Wir waren ja damals Theaterweltmeister mit Jürgen Prochnow und mit ihm so. Wir haben immer gespielt und der wurde dann irgendwann, fand das ja verrückt, so ein junger Mann, der sollte mir Gitarre spielen beibringen für Wie es euch gefällt. Ja, dann haben wir Fußball gespielt und dann Gitarre geübt und das habe ich dann ein bisschen gelernt und dann hat er mich mal in meiner Heimatstadt Münster besucht, in unserem Speckbrett-Club, so heißt das. Wie heißt das? Speckbrett wurde in Münster gespielt. Statt was Tennis, ist das denn? Speck, ja, das ist so, ja, wie so ein Speckbrett hier mit Löchern drin und dann, wir waren zu arm mit Tennisschlägern, haben wir so... Ihr armen Teufelchen. Warte mal, ich muss mal hier wenden. Er hat einen Unfall gehabt, da ist uns einer in die Seite gefahren. Ich kam ins Krankenhaus, Gehirnerschütterung, und so hatte meine Mutter kennengelernt. Er musste bei uns auf dem Besucherritze im Wohnzimmer, da hatten wir immer so viele Gäste, ein Klappbett. Das heißt, Grönemeyer hat bei dir zu Hause geschlafen? Ja, ein Klappbett, musste ja, kam dann nicht mehr nach Hause. Auto war kaputt und ich war im Krankenhaus. Ja, so war das. Wer hat denn den Unfall gebaut? Er ist gefahren, ich hatte kein Auto. Er ist gefahren, aber ist einer wirklich bei uns am Landeshaus von rechts einer gekommen, aber wir hatten Vorfahrt, also schuldlos. Ich glaube, das wird zu dick, ne? Oder? So ist gut. So. Ich mag ja Senfsoße unheimlich gern. Senf? Ja. Ich auch. Ja. So, also, dann bist du aber irgendwann vom Theater und Schauspiel ein bisschen weggeflutscht. Ja. Und bist auf einmal zu einer Game-Show gekommen. Wie ist das passiert? Hast du dir das ausgesucht? Gab es da eine Ausschreibung für? Oder? Nee, man hat mir so Kassetten geschickt. Kassetten war das damals. Da gab es noch Videos für die jungen Zuschauer. Und ich habe eigentlich nicht so dran geglaubt, weil das so schnell war. So in 25 Minuten 10 Menschen zu behandeln, zack. Aber ich habe es dann gemacht. Und ja, das wurde dann kurze Zeit ein richtiger Kulterfolg, kann man sagen. Dann habe ich da über 1000 Sendungen gemacht. Über 1000 Sendungen. Ja. So, und jetzt kann ich es dir ja sagen, ich habe mir ja gewünscht, dass wir das heute mal hier spielen. Ja, das habe ich mir feste gewünscht. Und was das Schöne ist, meine Redaktion, vielmehr unsere, erfüllt uns fast jeden Wunsch, den wir gerne hätten. Wir werden es jetzt spielen. Ich werde nur ganz schnell hier die Käse oben drauf machen. Ja. Ganz ja schneller. So, Johann hat ja jetzt auch Zeit dafür, ne, aber Johann? Ich habe da einen Vorschlag. Wir sind ja nur zu dritt. Ja. Fünf waren wir. Haben wir Zeit, warum? Ist kein Thema. Ich weiß zufälligerweise, als es hieß, du kommst, dass ein Kameramann von uns schon mal bei dir in der Sendung live war. Ich gucke hin und der Stein reich geworden, glaube ich. Komm her. Genau. Ja. Wie lange ist das her? Das war 1989. Und habt ihr viel gewonnen? 1500 Mark. Und muss trotzdem noch hier arbeiten. Ja. Das hat sich aber also, ist ja schön hier mit aber dem noch 1000 Mark sind rausgeflogen. Das war Pech. Das war Pech. Ja. Ach Mann, ich habe viel mehr Pech gehabt. So, jetzt haben wir vier. Wo war denn eben meine Lieblingsaufnahmeleiterin? So, jetzt wäre es schön, wenn ihr alle mit nach vorne kommen könntet. Christian, komm, Christian. Der lustige Warm-Upper, wo ist er? Johann, Schatzi, komm. Da ist er.
Da sehen wir die 1000. Der soll Christian. Hier mal Stimme, Christian. Ja. Aber wo gibt's die Dinger denn? Ah. Da sorgt ihr mal für eine Mörder Stimmung, ja? Du kennst das auch. So, jetzt muss ich das mal ganz kurz erklären. Wir kriegen alle Kopfhörer. Ja, aber erst muss er nur ankommen, weil für, sonst muss ich für Österreich das dreimal erklären. Nein, nein, nein. Haben wir eine Reihenfolge, die. Ja. Du bist auch Österreicher. Okay. Ist ganz einfach, wer es noch nicht kennt. Ich habe rein zufällig, weil die mir das gesteckt haben, Geburtstag, habe ich ein paar Begriffe dabei. Ist die Reihenfolge so für dich in Ordnung? Ja, du traust es dir zu, du kennst das Spiel auch, wohl auch in Österreich. Ich habe es noch nie gesehen, aber mach nichts. Ach du Leerzeit. Einer der wenigen, glaube ich. Also, ich zeige euch einen Begriff gleich und dann solltest du dem ersten beschreiben. Der hat nachher alle Kopfhörer auf, keine Gesten, keine Geräusche, keine Beschreibung in der Fremdsprache. Also, so darf ich nicht machen. Nee, da hau ich dir was auf die Finger. Ja, und die brauchst du ja noch. Okay, ihr kennt das alles? Dann versuch mal durchzukommen. Und das Gemeine ist ja dabei, erstmal Kopfhörer auf. Das Gemeine ist ja, die davor wissen ja gar nicht, was du gesagt hast. Und kommt's doppelt raus. Verstanden? Kopfhörer auf? Ja. Kopfhörer auf. Sag mal ein paar Begriffe. Wir nehmen mal als erstes, liebe Freunde, nehmen wir mal diesen Begriff. Ich zeig's mal in eine Kamera, dann dürfen wir das mal nicht sehen. Ja, da. Okay. Denn, Liebe, wir hören ja nichts. Also, dein Begriff heißt Liebe. Sagen wir mal 30 Sekunden Zeit, ja? Okay. Ruck, zuck. Ja, die enge Zuwendung von zwei Menschen. Besser. Noch besser, noch mehr. Ausdruck. Zuneigung? Ja. Liebe. Ja. Ja. Nein, lass noch ein bisschen. Ja. Ja. Bist du verheiratet? Ja. Du hast eine Frau? Ja. Und du? Deine ich Frau. Ich liebe sie. Ja. Wenn ich hier ins Studio komme und du mich siehst, was empfindest du? Liebe. Ja! Ja, zwei Menschen, die sich begegnen und sich näher kommen, was entsteht daraus? Liebe? Yeah! Ja! Dann spielst du mal. Du jetzt nach hinten, wir fangen mit dir an. Hier wieder die Kopfhörer auf. So. Das ist aufregend, ne? Ja, schön. Und wir sind heute noch großzügig, weil ich habe ja sonst einen Schuss. Du auch. Ja. Entweder hast du so große Ohren oder du schummelst. Mal gucken. So, dein nächster Begriff ist ein Begriff. Aus dem Alltag. Dieser Begriff heißt. Warte noch. So. Ja. Gummi. 20, 30 großzügige Sekunden Zeit, schwerer Begriff. Rock, zuck. Ja? Was isst du gerne? Es gibt es als Bärchen. Gummibärchen! Mensch! Du das Erste. Ich helfe dir. Okay, weiter. Du weißt, ich fahre gerne Motorrad. Und das Motorrad hat Reifen. Woraus werden diese Reifen gemacht? Gummi. Ja, hervorragend! Kondome sind gemacht aus? Gummi. Ja. Wenn zwei Menschen Liebe miteinander machen, brauchen sie was? Ja, was? Wenn sie keine... So, du meinst einen Gummi? Ja! Ich fand's zu schön. Aber es brennt an, Johann, bei dir brennt was. Johann. Ja? Wenn's auf deinem Ofen qualmt, dann... Brennt, die Kuchenmensch! Ist gut! Hör mal auf! Mach mal ein! Nein.
Also Werner, ich muss echt sagen, das macht einen Riesenspaß. Ja. Und ich glaube, wir haben heute wieder so viele angesteckt, die werden zu Hause jetzt sagen, das machen wir auch. Ja, das wird sehr oft gespielt, auf Kindergeburtstagen. Ich mache manchmal große Veranstaltungen von großen Firmen. Lustig ist dann, wenn Chefs gegen Lehrlinge spielen und die Chefs sich blamieren. Ja. Glaub, einmal hat der eine Direktor gesagt zu seinen Kollegen, mit Lehrlingen, 10.000 Menschen in der Westfalenlade, ich stehe unheimlich drauf. Es ging um den Begriff rothaarig. Da sagt der andere, ja, Peitschen, Sadomaso. Peinlich, Alter. Wahnsinn. So, ich muss arbeiten. Ja. Das brauche ich gleich noch. So. Okay. Pass auf, ich habe das schnell oben reingeschoben. Ja. So, ich glaube, wir müssen noch ein klein bisschen Käse vielleicht drüber reiben. Okay. Meine Kartoffelchen hier unten sind schon fast fertig. Die mache ich mal von der Temperatur runter auf 65. So. Aber guck mal hier, sehen die nicht gut aus? Oh ja. Ne? Das riecht. So, wenn die schön knusprig sind, das sind Pellkartoffelchen, gestern gekocht für heute. Und die dann mit Schale, mit den Kräutern der Provence und dann mit dem Fisch. Und dann schönen Wein hinterher. So, dann habe ich hier fein gehackt Rosmarin und Thymian, ganz klein, also wirklich fein. Damit würze ich jetzt dieses Gemüse. Und dann kommt dazu natürlich Salz, Pfeffer und ganz zum Schluss fein geschnittener Frühlingslauch. Sag mal, Hase, du kochst heute aber fettfrei, ne? Das ist Olivenöl, es ist wirklich so in Ordnung, gesund. Ja, die Schocken brauchen ein bisschen Fett, weil sie sind sonst so mager. Und hier, schau her, hier ist das heiße Fett jetzt. Und hier kommt jetzt das ist auch Fett. Schnitzel rein. Ja, und die müssen ja schwimmen. Ja, die müssen schwimmen. So, schön heiß. Und jetzt schön schütteln. Weißt du? Damit es schön oben drüber geht. Damit es schön, dann geht es schön auf die Banane. Jetzt weiß ich auch, wie ein Speckbrett gemacht wird. Wenn du die rauslegst zum Abtropfen nachher. Ach, jetzt hör auf, du. Ja, anstatt Waschbrett, Speckbrett. Boah, guck mal her. Schau her. Ja, sieht aber toll aus hier. Aber jetzt natürlich mit so viel Speck. Ja. Guck mal. Und wenn ich jetzt das Schnitzel so schön schüttle, ja, dann siehst du, dann tut sich das hier so schön wellen, deine Banane. Genau, wo die Banane sich so schön abhebt. Und jetzt drehe ich das um und jetzt wird es richtig locker. Siehst du hier? Ja. Dadurch tut man Schlagsahne und die Banane rein. Und das gibt ein richtiges, leckeres Lammschnitzel. Jo, und jetzt werden sich natürlich tausende Hausfrauen zu Hause fragen, wenn ich für zwei Schnitzelchen so viel Fett brauche, kann ich das nachher noch mal wiederverwenden? Also, man kann es noch mal wiederverwenden. Man muss es durch einen Kaffeefilter oder durch ein Tuch gießen, damit die Rückstände alle draußen sind. Man kann es mehr aber verwenden, wenn man es nicht zu heiß gemacht hat. Es darf halt nicht zu heiß sein. Dann das heißt, wenn es qualmt, ist kaputt. Ja, dann ist es kaputt. Aber so, wenn es so wie jetzt ist, ist es alles in Ordnung. Du kannst es mehrmals verwenden. Wie oft? Zwei, dreimal auf jeden Fall. Also gibt es dann Montag, Dienstag, Mittwoch Schnitzel. Super, wenn ich dabei bin. Super Idee. So, mein Fisch ist soweit. Den stellen wir immer mal warm. Das Sorbet rausholen? Noch mehr Erdbeeren runter. Okay. So, wir machen jetzt hier gerade die Creme. Guck mal, wie schön das ist hier mit der Schale. Da kommen jetzt richtig viel Erdbeeren oben drauf. Kannst ruhig auch ganze draufsetzen, trotzdem. So schön. Mit dem Stiel so. Und dann nochmal hier oben das Sorbet drauf. Und dann Pinienkerne kommen da drüber. Die haben wir mit Honig glasiert. Ja, das schmeckt nachher richtig lecker. Gell? Das glaube ich. Und frische Basilikumblätter drauf. Jawohl. So. Dein ältester Sohn ist 21. Der ist ein richtiger Ernährungsfetischist, oder? Ja, das kann man so sagen. Warum? Also eigentlich ist er Vegetarier, aber er isst nicht gern Fleisch. Ja? So. Ist so. Der Horst sagt immer, der Vegetarier haben ja einen großen Vorteil. Ja. Die bekommen keine Falten. Warum? Die werden welk. Das kann hier nicht passieren, Gott sei Dank. Warst du jemals mal so vom Essen her so irgendwie extrem, dass du sagst, ich esse jetzt kein Fleisch oder kein... Nein, ich esse wahnsinnig. Du isst keine Süßspeisen, ja? Ich mag nichts Süßes. Das probiere ich wegen dem Basilikum, aber ich esse nichts Süßes. Als Österreicherin eher untypisch, aber es ist so. Warum nichts Süßes? Warum? Es schmeckt mir nicht. Also mal ein Stück Sachertorte, wenn ich in Salzburg bin... Im Café Sache, aber das ist es dann auch. Kann man mir das irgendwie beibringen, dass ich kein Süß mehr mag?
Nein, Liebelein, das kann ich dir nicht beibringen. Nee. Nee. Das drüber, die Pinoli? Ja, das war ja der Grund unserer großen Liebe mit Johann. Ja. Weil du musst ihn erleben, wenn der in eine Konfiserie reinkommt. Ja. Das ist unfassbar. Wenn der anfängt, Süßigkeiten zu machen, Dessert, als wenn der ein Eis macht, schmelze ich dahin. Ach, ja. Das ist ganz schlimm. Herr Johann. Ja. Aber übrigens, was? Ja. Was denn? Damit du mal siehst, wie man aus einer fetten Küche eine Fettarme machen kann, nimmt man ein Sieb und schüttet das hier durch. Siehst du? Du bist ja, das ist ein Applaus wert, Leute. Komm also. Ja. Ja. Möchtest du einen Topf haben, Johann? Nein. Hier kannst du hier reinstellen. Ja, ja. Und jetzt brate ich erneut in diesem Fett, brate ich jetzt den Frühlingslauch. Und dann kommt er da drunter. Du bist ein raffinierter Hund. Ja, Johann, das ist klebt, weil du das karamellisiert hast. Wahnsinn. So, jetzt lass mich bei dir noch mal probieren. Ja, ich hab's Ihnen, glaube ich, zu viel Zitrone dran getan. Gebe ich zu. Besser? Besser. Weißt du, jetzt haben wir ein bisschen Zucker reingetan. Du hast ein bisschen viel Zitrone reingemacht eben. Aber auf der anderen Seite gibt es eine schöne Good Hope, ne? Gute Hoffnung. Ja. Und das ist auch noch gleichzeitig ein Stichwort. Boah, bin ich genial. So eine Überleitung. Du. Ich könnte den Fernsehen. Good Hope heißt zufälligerweise auch das, was du machst für Menschen, womit du hilfst. Erklär das mal. Ein Verein ist das, ne? Das ist ein Verein, ein Förderverein. Den haben wir gegründet mit meinen westfälischen Freunden Halle-Westfalen. Und wir geben im Augenblick 280 Kindern in Namibia, in Tansania, geben wir erstmal ein Waisenheim haben wir. Dann haben wir eine Grundschule. Dann sorgen wir nachhaltig für Ausbildung, Arbeitsplätze. Und da habe ich, ja, das ist, danke. Und erzähl weiter. Das macht so viel Spaß. Da bin ich durch Zufall rangekommen. Und wir machen dafür Golfturniere, wir machen dafür Veranstaltungen mit berühmten Töchtern, die mir helfen, dass wir Geld reintreiben. Und ich bin stolz. Und wir müssen natürlich jetzt unheimlich viel Gelder immer herbeibringen. Andererseits bin ich auch bei den Eagles, im Charity Golf Club. Das ist ja mein Hobby geworden im Alter. Und da haben wir schon über 23 Millionen Euro erspielt. Und 23 Millionen Euro. In den Eagles, ja. Und jetzt, wir kümmern uns verschiedene Projekte. Und dies ist natürlich jetzt eine Herzensangelegenheit. Und das macht so viel Spaß. Und das Schöne ist, dass viele, viele Kollegen, die mir dabei helfen. Ich mache mit Jan-Josef Liefers in Münster ein großes Turnier. Ja so auch ein super Typ. Und dann helfen die unsere Freunde Otto, mein Jugendfreund Uwe Lindenberg. Sag mal, mit wem bist du denn da alles befreundet? Ja, ich bin ein alter Mann. Man lernt Leute kennen. Udo Lindenberg, sag mal, versteht man den so privat? Ja, der Udo kommt ja in meiner Zeit, also kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, da zahlte man ja als Eintritt in der Disco einen Pfennig pro Minute. Und in dieser Disco wie ein Pfennig? Ein Pfennig. Man zahlte unten beim Rausgehen an der Kasse, je länger man da war, umso teurer und die Getränke. Und da war eine Band, da spielte ein gewisser Udo Lindenberg mit. Der durfte aber damals nicht singen. Und so kenne ich den jetzt auch schon über 50 Jahre fast. Den würde ich auch gerne mal kennenlernen. Du kennst viele Menschen, die ich sehr bewundere. Und Jan-Josef Liefer ist sowieso eine Granate. Ja. Das kann man mal kurz zeigen. Das hat nämlich der Werner mal ganz eben so nebenbei gemacht. Ja, gut aus. Ja, gut aus. Gebackene Mangoldschnitten mit Bergkäse. Ja, vom Feinsten. Tun wir da die Schnitzel rundherum schön. Alles für unser Publikum. Guck mal, 1, 2, 3, 4 her. 4 Schnitzel. Scheiben, ein paar Scheiben. Okay. Ja. Ich glaube, ein paar Scheiben oben drauf noch. So, nee, die Kerne raus. Okay. Die sind so viel Ballaststoffe, die brauchen wir nicht. Warte mal. Schön rausfummeln. Ja. Schau, dann zeige ich dir einen Trick, einen kleinen, dann sieht es schöner aus. Ja. Gib mir dein Messer kurz. Bitte. Dann tust du hier einmal so einschneiden. Mhm. Dann kannst du die Zitrone so aufdrehen. Siehst du, so, ja? Dann sieht es einfach schöner aus hier in der Mitte. So, ja, so. So, kannst okay, mach ich, ja. Und dann machen wir noch das Sorbe raus. Okay. Wie weit ist das? Ja, das sieht gut aus hier. Holunder-Sorbe. Ja? Guck mal, das wird gut. Ja, das habe ich von meinem Johann gelernt. Was hast du gelernt von mir? Hier, mit dem Blümchen, Johann. Ich finde,
Eine Sensation. Weißt du, am Anfang habe ich mich ja darüber lächerlich gemacht, aber ich muss sagen, wenn du urplötzlich die Blümchen für dich selber entdeckst, weißt du, gerade so Anfang Mai, weißt du, das ist eine Sensation. Guck mal, ja. Johann. Flower Power. Ja? Hast du dann früher auch so lange Haare gehabt? Flower Power, sag ich? Nee, hab ich, ich habe mal versucht. Warte, ich möchte das einmal kurz präsentieren. Oh. Kabeljaufilet mit Ofenkartoffelchen und einer Senfcreme. Oh. Oh. Ja. So. Cool. Warte mal, ich nehme hier noch. So. So, schön dekorieren. Wir haben unser Fleisch gleich fertig. Das kannst du nach vorne bringen schon mal, den Teller. Genug Zitrone drauf jetzt. So, glaube, so das nimmst du mal mit, ja? Wohin damit? Da vorne, auf unserer Seite, wo okay. Rot ist, ja? So, den nehmen wir hier hin. Sehr schön. Möchtest du jetzt Rotwein oder trinkst du Weißwein? Weißwein? Ja. Ja, pass auf, dann hol ich mir wünschen, ich Geburtstag. Das ist der erste Gast bei uns, der gefragt hat, was er trinken will. Sonst gibt es einfach automatisch. Geburtstag hat, Johann. So, das ist so eine Chateau de Migraine. Danach spürst du deinen Körper ganz neu. So, hier ist Rotwein wieder klar, sind rote Gläser. Aus welchem trinkt man jetzt eigentlich? Aus dem Hohn oder aus dem... Ach komm, scheiß drauf, tu mir mal. Wie willst du das? Das Basilikum daneben, oder? Die machen immer ein bisschen länger, ja, weil Johann weiß, dass ich so gerne meine ersten Kochsendungen gucke. Meine Herren, darf ich mal was sagen jetzt? Wenn ihr zu Hause alle so eine Frau habt, die für euch so kocht, so liebevoll, dann könnt ihr alle glücklich sein. Guck mal hier. So ein schönes Dessert. Kuppe hoch. Ja, ist hoch. So. Mein Hase. Dankeschön. Bitteschön. So. Sag mal, zweimal. Ist es zweimal der gleiche Wein im zweiten Glas? Ich wusste nicht, welches Glas. Und bevor was schief läuft, habe ich mir gedacht, mach in beiden was rein. Da habe ich auf jeden Fall einmal richtig. Weißt du, was ich ganz toll finde, dass du meine Skimütze nimmst als Dekoration.